bitch part no man, then I ain't got time to shake your hand. Hit that style jack, we'll win pocket like a sack. So, hey Freunde, herzlich willkommen wieder in, beziehungsweise bei PlayerUnknown's Battlegrounds, wie auch immer. Ich habe wieder ein bisschen gespielt und ich denke mal, ich bin etwas besser geworden. Ich würde sagen, ich starte einfach mal hier ein Match. Das höchste, was ich, oder das niedrigste, wie auch immer, die beste Platzierung, die ich hatte, so glaube ich passt das, war Platz 4. Und das war in Duo Queue. Solo war es, glaube ich, Platz 6 oder so. Von daher, hey, ich bin nicht der Schlechteste. Oder ich hatte einfach Glück. Ich glaube, ich hatte Glück und wurde einfach nicht getötet. Von daher, ja. Genau, das hat euch letztes Mal gefallen. Deswegen kommt jetzt nochmal eine Folge. Ich mag das Spiel wirklich. Das bedeutet, ich könnte in Zukunft gerne auch noch mehr bringen. Es macht wirklich Spaß. Ja. Ich habe davor ja noch nie ein Battle Royale Game oder King of the Kill oder wie auch immer Spiel gespielt. Und da ist das irgendwie schon so ein bisschen erfrischend, ich nenne es mal so. So im Gegensatz zu Overwatch, CSGO, ach keine Ahnung, LOL und so weiter. So das, was jeder spielt. Da macht das hier wirklich Spaß. Nur, dass es immer auf russischem Boden sein soll, ist halt so... okay. So ein neues Setting würde mir gefallen. Irgendwas Asiatisches wäre total cool. Oder einfach Zentraleuropa. Oh, Afrika wäre auch der Hammer. Ja, sowas halt. Aber okay, Russland ist natürlich auch toll, aber so ein bisschen ausgelutscht, ne? Es hat ja irgendwie... DayZ spielt doch in Russland, beziehungsweise Arma dann. Denke ich. Ich kenne mich jetzt dann nur bei DayZ so ein bisschen aus. Bei H1Z1 bin ich mir nicht mal sicher. Ha. Vielleicht habe ich gerade falsch geurteilt. Egal. Genau, wir fliegen mal wieder. Auf diese wunderschöne Trauminsel und machen Urlaub. Die ersten springen. Wow. Ich könnte zwar jetzt auch springen, aber dann wäre die Runde, glaube ich, sehr schnell vorbei. ich versuche mal, da nach rechts zu hüpfen. Mal schauen. Die springen nämlich alle hier nach rechts hinter. Und deswegen springe ich mal da lang. So einfach mal in die komplett entgegengesetzte Richtung. Mal schauen, ob das hilft. Und es gibt mal wieder ein paar Lags. Gestern hatte der Server auch ziemlich Probleme. Das bedeutet, ich bin da durch die Gegend geleckt ohne Ende und die anderen Leute natürlich auch. Das war lustig. Hat Spaß gemacht, wenn man fast nichts sieht und immer wieder in ein Haus resettet wird. Total cool. Aber gut, heute funktioniert alles irgendwie relativ gut. Bis auf, dass eben es immer noch manchmal ruckelt, aber gut. Dafür muss das Spiel einfach ein bisschen mehr optimiert werden. Mal schauen, irgendjemand in der Nähe? Nö, die sind alle nach links gehüpft. Wow. Oh, nee, da kommt einer. Oh, fuck. Land schneller. Oh, shit. Dreht er um? Ich glaube, der dreht um. Nee, er kommt her. Okay. Land. Lauf. Schnell. Ich habe Angst, dass der herkommt oder her will. Geh schnell in die Garage. Bitte gib mir irgendwie eine Nahkampfwaffe oder irgendwas. Da ist der Ausgang. Shit. Das ist ein Griff. Fuck. Ich bin minimal erkältet. Das tut mir leid, falls man das irgendwie hören sollte. Ich kann mich schon mal wehren. Das ist ein Anfang. Nennen wir es so. Gib mir den Helm. Los. Danke. Ich weiß halt nur nicht, ob er jetzt auch hier ist oder eben nicht. Es scheint nicht so. Mach zu. Oh, okay. Gleich mal zwei Primärwaffen. Nice. Und da wäre noch eine Shotgun. Die will ich aber nicht. Das war auch die Shotgun, ne? Ne, doch nicht. Ich weiß nicht, was du bist.
Die Waffe hatte ich noch nicht. Verdammt. Ja, ist blöd, wenn man sich nicht auskennt. Zumindest am Anfang. So, da wäre nochmal Revolver-Muni. Ein vertikaler Griff. Oh, fuck, jetzt habe ich zwei. So. Eine Weste, sehr schön. Kompressor kann ich nicht gebrauchen. Eine Mütze, nö. Hosen habe ich an. Was bist du? Ah, eine Machete, die unter dem Teppich liegt. Das ist ja cool. Clipping vom Feinsten. So, Gegner irgendwo. Nein. Nö. Sehr nett. War ich hier schon? Eine Sichel und eine UMP. Brauche ich beides nicht. Und nochmal eine Mütze. Komm, die Sichel nehme ich mit. Ist immerhin eine Nahkampfwaffe. Die nimmt keinen Slot weg. Okay. Wo ist der Kreis? Ich bin im Kreis. Wunderbar. Wo könnte ich hinlaufen? Ich würde sagen, in die Richtung. Und dann über die Brücke danach. Hier in das Gebiet, weil ich glaube, hier wird das Zentrum sein. Das wird schon irgendwie klappen. Kein Gegner. Okay. Sehr schön. Das bedeutet, wir haben zwei Primärwaffen. Ich weiß nicht, wie dieses Ding schießt. Aber es sieht mir sehr stark nach einer Shotgun aus, von daher. Ja, wenn man keine Erfahrung hier hat. Ist blöd. Da kommt das Flugzeug irgendwo. Vielleicht wirft das direkt ein Paket. Ah, da hinten. Da könnte ich hinlaufen. Da könnte ich hinlaufen. Auch wenn es ein kleines Stück ist. Sieht man das eigentlich auf der Map? Nee. Und hier war ein Flugzeugabsturz. Yay. Immer wieder positiv sowas. Ganz klar. Daumen hoch. Gibt's hier Leute? Nö. Okay. Oh, ich sollte auf Burst gehen. Oder bei Single. Naja, Single Fire. Was kann ich hier tun? Theoretisch da rein, aber was bringt das? Ist das hier nur Deko? Sozusagen? Landschaft verschönern oder finde ich hier Items? Nö. Ich hoffe, das Feuer macht kein Damage. Nee, okay, sehr schön. Läuft ja das Game. Ich bräuchte jetzt noch ein Vierfachvisier. Achtfach wäre mir so ein bisschen zu viel. Sollte ich hin und wieder cutten, dann liegt es einfach daran, dass ich eine weite Strecke laufe oder so und dann, ja. Da passiert nichts Spannendes. Zudem huste ich manchmal, das möchte ich auch rausschneiden. So, hier ist direkt ein Haus. Mal schauen, was darin ist. Haus, Haus, Haus. Fliegen, yay. Wo ist der Eingang? Was ist das für ein komisches Haus? Hier? Ah. Einen Helm habe ich. Mantel habe ich auch. Policeweste 2 hatte ich, glaube ich, schon. Ja. Noch mehr Munition für den Revolver. Nee, danke. Ganz so viel brauche ich dann noch nicht. Aha, ein Visier für meine Waffe. Sehr schön. Bitte auf die da. Oh. Soll ich eine M16 nehmen? Ja, auf jeden Fall statt der Shotgun. Ich finde die besser. Die geht auf Range besser. Dann nehme ich die mit. Quick Draw. Sehr schön. Na los. Danke. Kommt irgendwer? Nö. Dann halt nicht. Ich habe nie, also, naja, ich möchte das nicht Glück nennen, aber bei mir sind nie Leute. Ich finde das immer. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Gut, ich werde nicht getötet. Schlecht, ich bekomme keine Kills. Ich weiß ja nicht. Nice. Ein First Aid Kit.
Das heilt mich sehr stark. Sniper Rifle, nö. Machete, nö. Nö, nix. Wo laufe ich hin? Ich laufe darüber. So. Ich könnte auch noch da nach oben schauen. Da schießen Leute. Ich schau doch lieber dahin. Je nachdem, wie lange die Folge auch gehen würde, würde ich sagen, spiele ich ein oder zwei Runden. Oder vielleicht auch drei, wenn es ganz blöd kommt. Da vorne sind Leute. Yay! Freunde! Ich will Freundschaft schließen. So. Mal schauen, wo die spielen. In der Stadt? Scheint so. Da steht ein Wagen. Ich glaube mal nicht, dass der da schon die ganze Zeit stand. Schalt mal auf vollautomatisch. Falls mir doch jemand entgegenkommt. Oh, okay. Mach zu. Das sieht so geplündert hier aus. Oh ja. Gott, ist das Gebäude groß. Fuck. Nicht so gut. Yay, Handschuhe. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwie jemand ist. Oder? Vielleicht doch nicht mehr. Ich möchte nicht riskieren, rumzusprinten, weil das laut ist. Mal schauen. Ist da wer? Nö. Denk mal, die sind nicht mehr hier. Oder der. Es ist ja Solo-Play hier. Der Baum ist... Wow, der Baum hat es hier echt gemütlich, seine eigene Wohnung. Das ist ja cool. Holographic Site? Brauche ich nicht. Habe ich schon drauf. Okay. Dann sollte ich mal wieder in den Kreis. Der ist hier ganz in der Nähe. Ich habe Angst, über die Straße zu gehen. Hup.
wie laggy gerade alles ist. Das ist sehr eigenartig. Red Dot ist okay. Da bleibe ich jetzt aber mal bei Holographic. Eine Smoke nehme ich mit. Da wäre ein Backpack und ein Flash Hider. Holographic. Dann lieber mal nach oben. Ein Vierfach-Visier. Visier wäre wirklich super. Dann könnte ich auf Range auch etwas machen und nicht wie mit dem Ding. Nur im Nahkampf, sozusagen. Aber ich finde keins. Das ist nicht cool. Echt nicht. Wieso Spiel? Was habe ich dir getan? Ach so. Danke. Die nehme ich auch mit. Okay. Oh oh. Vierfach-Scope. Ach verdammt, ich hatte eine Stufe 2. So. Und das passt. Aber hier ist doch noch wer, oder? Oh Gott, so viele Räume. Aha. Oh. Never mind. Dann hat er wirklich das Visier hier liegen lassen. Wow. Was ein großzügiger Samariter. Sehr freundlich von ihm. Aber ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Ammo. 50 Schuss ist gar nicht mal so viel. Leider. Es fühlt sich alles so laggy gerade an. Das ist blöd. Ein 8-fach-Scope. Ich nehme es mit. Und setze es auf die M16. Und die bleibt im Single-Fire. Okay. Damit kann ich jetzt snipen. Cool. Für mich useless, weil ich nicht treffe. Aber cool. Oh. Okay. Flashhider. Nö, nö, nö. Ist noch ein. Ah, ein Compensator, okay. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Ich kann nachschauen. Ich kann nicht nachschauen. Weil ich immer noch keine Ahnung habe, was das heißen soll. Was kompensiert er? Dass man es nicht so hört oder sieht? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, es gibt da Leute draußen, die das wissen. Auch unter euch wahrscheinlich. Machete. Wann muss ich weiter? Ah, okay, ich bin in der Zone. Es passt. Huh, ich dachte schon. Weil der blaue Kreis gerade kommt. Hier geht's hoch. Verband. Ist hier irgendwer? Scheint nicht so. Scheint so verlassen hier zu sein. Ha. Dabei gibt es hier doch so viel Loot. Echt niemand da. Moment. Die Tür ist offen.
Das bedeutet, da war jemand oder ganz genau, da ist jemand. Ich schau mal dahin. Ich finde den Weg nicht raus. Ich glaube, ich gehe hier raus. Nein, ich gehe da raus. Diesen Weg meinte ich. Wow. Fliegende Steine. Yay. Nur hier. Nur jetzt. Kommt man darüber? Nein. Umwege. In einer Minute muss ich da hinten sein? Oh Gott. Ich brauche ein Auto. Oder ein Energy Drink. Bitte nicht abschießen. Danke. Wow, fliegende Pfosten. Auch nur in diesem Spiel. Nice. Fliegende Props überall. Und für jeden. Komm, irgendwo muss ein Auto sein. Das ist eine Stadt. Irgendwo muss es sein. Da ist wieder das Flugzeug. Oh Gott, ich sehe kein Auto. Doch, da vorne. Aber ich laufe hier gerade total durch offenes Feld. Was nicht ganz so praktisch ist. Aber irgendwie scheint hier eh tote Hose zu sein. Und es leben nur noch 28 Leute. Oh Gott, die Mauer kommt. Lauf, 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 lauf. Wo war das Auto? Da drüben, oder? Bitte, bitte, bitte. Da hinten. Ah, die wird mich. Okay, ich werde auf jeden Fall Damage bekommen. Und da hinten sind Schüsse gefallen. Lauf. 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 Oh Gott, sie kommt näher. Oh Gott. Au. 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 Das tickt. Nein. Aber ich habe ein First Aid Kit dabei. Das bedeutet rund 60% oder so. Fahr. Oh Gott, er ist hinten eingestiegen. Blöder Charakter. Fahr. Okay, wo muss ich hin? Schnell. Dahin. Gut. Am besten nicht überschlagen. Ja, ja, ja. Oh Gott. Das war natürlich gewollt. Au, 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 au. Gib Gummi. Kollege. Willst nicht sterben. Nicht heute. Nicht hier, nicht jetzt. Okay, ich kann mich auf jeden Fall hochheilen, solange ich nicht direkt getötet werde. Okay, wir holen die blaue Mauer wieder ein. Da ist noch ein Truck. Er fährt dann nach rechts. Das bedeutet, ich fahre nach links. Leg dich hin. Kann ich nicht. Ich kann mich nicht hinlegen. Ich darf mich hier nicht hinlegen, kann das sein? Okay. Ach, nee. Benutze die normalen Bandagen. Das reicht. Und einen Energy Drink. So. Irgendwo Movement? Nein. Keine Gegner. Noch eine Bandage? Geht nicht? Okay. Beginnt so langsam die Jagd. Ich habe meine eigenen Füße gesehen, kann es sein. Ich möchte nicht festpassen, danke. Nein, Single Shot. Ach, das sind Texturen. Wo ist denn der nächste Kreis? Was? Oh nee. Ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Ich bin auf der falschen Insel.
doch Bullshit. Ich werde sterben. Beziehungsweise der Kreis kommt jetzt und ich muss darüber schwimmen. Das ist doch unfair. Kriegst mich niemals, Kreis. Bitte fall nicht auf, bitte fall nicht auf, bitte fall nicht auf. Und bitte schwimm schneller. Oh mein Gott, ich schwimme so langsam. Da vorne taucht gleich einer auf, passt auf. Bup, bin ich tot. Oh mein Gott, schwimm, schwimm um dein Leben. Also wirklich. Ah, der Kreis ist hinter mir. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Schon. Ja. I. Au. Au. Okay, ich bin drin. Alles gut, ich lebe. Noch. Ich habe keine Ahnung, wie man taucht, by the way. Aber es geht. Soweit ich weiß. Sehr spannendes Gameplay heute. Mit ganz viel Kill und ganz viel Blut. Ich merke schon. Das Einzige, was mich beschädigt immer wieder, ist die blöde blaue Wand. Okay. Alles ist gut. Da oben scheint keiner zu sein. Ups. Tut mir aber leid. Er hätte mich töten sollen, als er das Zeug dazu hatte. Warst du für die AKM? Nee, passt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Gegner sind. Ich muss in 37 Sekunden weiter. Oh Gott. Darüber. Och nee. Tu mir das nicht anspiel. Wo sind die Gegner? Zehn Sekunden. Ich muss laufen. Oh Gott. Das war überraschend. Oh Gott, lauf. Oh mein Gott, dieses Spiel. Halalalala. Lauf. Ah, nein. Hör auf. Kumpel, nein. Ich bin freundlich. Ich tu dir nichts. Oh Gott, ich bin noch nicht im Kreis. Da kann ich nicht lang. Mami. Was? Okay. Wo ist der Typ, der auf mich geballert hatte? Ist der tot? Ich weiß es nicht. Da hinten ist einer. Fuck. Ich weiß nicht, wo er ist. Fuck, 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 fuck. Ich sehe da hinten auch kein Movement. Ich muss in 36 weiter. Also ich habe alle Zeit der Welt. Spannend. Dieses Game ist immer so spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach mal zu mir zielt.
Ich glaube, da hat sich. Da bewegt sich was. 10, 11. War klar. Da habe ich Shots gehört. Wo ist der? Yes, erster! Okay. 937. Fuck yeah. Oh, er hat die Leute gesniped. Oh mein Gott. Okay, und ich hab's auch noch auf Video. Schön. Okay. Vielleicht war das eher laut euch Leuten irgendwie eine Pussy-Taktik oder was weiß ich, aber fuck yeah, erster. Mein erstes Mal. Nicht falsch verstehen. Absolut genial. Oh, awesome. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann. Kommentiert es? Keine Ahnung, ich mach sowas nicht. Liked es von mir aus, wenn es euch wirklich gefällt. Und ich mach so oder so noch eine Folge. Von daher, bis zum nächsten Mal und bye bye.